Guten Morgen, Freunde. Kommen wir noch mal kurz zu der Gartensolaranlage. Heute haben wir den 27.10.2017. Der Himmel ist, ja, sage ich mal, stark durchwachsen. Also, man sieht zwar zwischendurch mal blaue Stellen, im Großen und Ganzen. Es ist nicht besonders sonnig, sagen wir so. Ja, und bei diesem Wetter wollte ich mal zeigen, was eine 1250 Watt Solaranlage, also wir haben hier 5 Zellen, a 250 Watt, ja, erwirtschaftet. Wollen wir mal schauen, was uns hier angezeigt wird. Also wie gesagt, heute ist der 27.10.2017 und wir liegen jetzt irgendwo bei 160 Watt in der Stunde. Ja, 164. Ich denke, das ist für Ende November, für Ende Oktober, Entschuldigung, für Ende Oktober eigentlich recht guter Wert. 174, ja, 174. Ja gut, je nachdem, wie offen der Himmel halt so ist, 177. Ja, damit kann man definitiv was anfangen. Jeder, der sich überlegt, eine Gartensolaranlage anzuschauen, zu kaufen, die den Strom direkt ins Hausnetz einfließen lässt, so wie die hier. Das heißt, der Strom wird direkt genutzt, um Kühlschrank zu betreiben, Heizungsanlage oder sonst noch was, was gerade elektrisch betrieben wird. Ist das schon eine feine Sache. Selbst, sage ich mal, schon zum Winter hin haben wir noch gute Erträge. Spitzenwerte liegen irgendwo bei 1100, 1150 Watt. Das aber in Hochsommer, nicht jetzt. Pro Stunde, ja. Wie gesagt, wer sich überlegt, sowas anzuschaffen, das wäre eine gute Möglichkeit, um Strom kostenlos mehr oder weniger einzuspeisen und direkt zu nutzen. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffen wir mal auf besseres Wetter als jetzt, dass die Sonne ein bisschen herauskommt, dass der Himmel blauer wird. Dass die Erträge halt noch besser werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.